Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg, den wir einmal finden und Berufe und dann Juwelierskunst, dass ich es nur rausbringe. Und zwar haben wir hier den Erfolg Glänzende Drachen und für diesen müssen wir Folgendes machen. Stellt alle folgenden juwelbesetzten Welblinge her und das sind insgesamt 5 Stück. Als allererstes, wo kriegen wir die Rezepte her? Es funktioniert folgendermaßen, dass wir diese Rezepte bekommen, indem wir ein bisschen rumfliegen und zwar Kisten looten. Es gibt dann verschiedenste Kisten. Einmal gibt es quasi so Erdhaufen. Diese Erdhaufen werden uns erst angezeigt auf der Map. Wir können jetzt mal ein bisschen rumflattern, wenn wir eine Schaufel dabei haben. Davon gibt es verschiedene. Es gibt einmal die robuste Expeditionsschaufel und zwar bekommt man die einfach als Schmied, kann man die bauen und oder man kauft die einfach im Auktionshaus. So habe ich das jetzt ehrlich gesagt auch gemacht. Ne? Dann kann man so Erdhaufen aufmachen. Die zweite Option ist, es gibt auch Schaufeln mit 5 Aufladungen. Die kriegt ihr gegen diese Ressourcen hier, diese Drachenschuppen-Expeditionsressourcen oder Vorräte der Drachenschuppen, nee, der Dracheninseln, so rum heißen die, hier in dem Lager, ne, von den Drachenschuppen-Expeditionen. Und das andere, was wir haben, ist Expeditionspakete. Die können wir auch aufmachen und da können quasi die Rezepte auch drin sein. Die Rezepte kommen nämlich immer, wenn ihr einen von diesen Steinen lootet. Es gibt quasi für jeden Welpling gibt es einen seelengebundenen Stein. Und wenn ihr das erste Mal den Stein mit einem Char rauslootet, der Juwel hat, dann kriegt ihr auch das Rezept direkt dazu. So, ich habe jetzt diese ganzen Welplinge mir schon geholt, weit bevor die Achievements reinkamen. Die kamen ja jetzt erst mit 10.1.7 rein und habe die Welplinge auch schon gebaut. Das zählt leider nicht rückwirkend, heißt, wenn ihr die Rezepte jetzt schon habt, müsst ihr nochmal lostigern und quasi diese seelengebundenen Steine holen. Die droppen immer mal wieder und mir scheint es auch, dass Blizzard da die Dropchance ein wenig verbessert hat. Was auch geht, ihr könnt auch Arbeitsaufträge erfüllen, wo Leute quasi diese Welplinge sich bauen lassen. Bei mir persönlich auf Blackmore sind nie welche drin, aber ich hatte mit den Twinks 4 von 5 Steinen hatte ich mit den Twinks noch rumliegen, habe einen Arbeitsauftrag geschickt und habe die gekriegt. Jetzt habe ich den roten, den brauchte ich noch. Bin jetzt gerade 5 Minuten oder so rumgeflogen und habe tatsächlich den roten gekriegt. Das war wahrscheinlich mega lucky. Aber ja, ich habe die Vermutung, dass da die Chance auch ein bisschen erhöht worden ist. Genau. Und wenn ihr dann quasi alle einmal gebaut habt, gibt es das Achievement. Heißt, wenn ihr jetzt noch keinen einzigen von den Dingen habt, skillt euer Juwel hoch, flattert dann rum, solange bis ihr diese Steine kriegt, macht halt die Erdhaufen auf, beziehungsweise diese Säckchen. Und sobald ihr alle Rezepte habt, habt ihr ja auch die Steinchen mit dabei und könnt die einfach herstellen. Die restlichen Mats sind alle im Auktionshaus kaufbar und auch ehrlich gesagt nicht sonderlich teuer. 600 Gold pro Pet muss ich jetzt hier quasi zahlen. Genau, das war es eigentlich dann soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tilla, bis zum nächsten Mal. Ciao.